So, da sind wir wieder hier auf der EGX in Berlin 2019 im Let's Play for Charity Stream. Wir haben einen neuen Besuch. Du musstest nicht allzu weit fahren, im Gegensatz zu manch anderem, weil du bist auch Berliner. Vielleicht stellst du dich erstmal selber vor und auch euer Team. Ja, genau. Vielen Dank. Also mein Name ist Johannes. Ich komme von Maschinenmensch. Wir arbeiten an Curious Expedition Teil 2 aktuell. Vielleicht kennt ihr uns von Curious Expedition Teil 1. Genau, wir sitzen hier in Berlin im Saftladen. Das ist ein Kollektiv aus verschiedenen Indie-Entwicklern. Zusammen zum Beispiel mit Studio Fispin oder auch mit dem hervorragenden Death Trash von Stefan Hövelbrings. Kennt ihr sicherlich alle. Genau, und deswegen für uns war es relativ einfach, hier zu sein. Und da haben wir uns mal gedacht, nutzen wir die Gelegenheit, um unser neues Spiel auch direkt das allererste Mal so richtig in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich wollte gerade sagen, ich war ein bisschen überrascht, eben von Curious Expedition 2 zu hören, weil mir kam es vor, als wenn der erste gerade erst fertiggestellt gewesen ist. Wie lange seid ihr denn im zweiten Teil überhaupt schon dran, respektive der erste ist, glaube ich, Anfang des Jahres oder war das schon Ende letzten Jahres erschienen? Der erste, naja, ist schwierig, wenn man erstmal Early Access sagt, was heißt das dann, erscheinen und so, ne? Also ich glaube, die 1.0-Version vom ersten Teil haben wir 2016 im Dezember veröffentlicht. Und danach haben wir aber noch relativ lange, wir haben nochmal ein kostenfreies DLC nachgeschoben mit Arctic Expanse, wo man dann auch so am Nordpol Expedition machen konnte. Und dann haben wir nochmal Modding-Support nachgeliefert. Seitdem müssen wir jetzt nichts mehr machen, können die Beine hochlegen und die Community macht die ganzen Inhalte für uns. Aber wir haben auch noch lange auch am ersten Teil weitergearbeitet und haben dann mit dem zweiten Teil begonnen, schon letztes Jahr so ein bisschen technologisch vorbereitend. Der erste Teil wird es, genau, der kommt jetzt auch auf Konsolen nochmal. Da wird es frühes 2020 wird es da ein Switch, Xbox und PlayStation Release geben mit dem ersten. Und der zweite ist dann jetzt effektiv seit Anfang des Jahres ungefähr in der Entwicklung. Und kannst du schon einen Ausblick geben, wann wir mit dem ersten Early Access von dem Zweierteil rechnen können, respektive für wann ihr einen Release anstreben werdet? Okay, also Early Access für den zweiten Teil ist sehr nah. Insofern, wenn ihr da Interesse habt, ist die beste Möglichkeit eigentlich über unseren Discord den zu joinen, weil wir den dieses Mal benutzen wir unseren Discord-Kanal als Hauptkommunikationsquelle. Kann ich da den... Kannst du ruhig im Chat eingeben, genau. Jetzt wäre es gut, wenn ich den wüsste, ne? aber ich glaube, es ist einfach Maschinen-Mensch auf Discord. Guckt das einfach ein bisschen, hin. Das sollte man ja finden das können. Das kriegt ihr hin. Und da werden wir jetzt mit Early Access sehr, sehr bald noch, also noch dieses Jahr anfangen, das zu machen. Und preislich strebt ihr das gleiche Niveau wie beim ersten Teil an oder wird der zweite Teil, vielleicht kannst du da schon mal so ein bisschen sagen, wo die Unterschiede zwischen beiden Teilen sind, größer, besser, noch mehr Missionen, noch mehr Charaktere, wo unterscheidet es sich voneinander? Ja, also prinzipiell wollten wir auf jeden Fall wieder das Spiel so machen, dass es auch den Leuten, die den ersten Teil gut fanden, wieder gefallen wird. Ja. Das heißt, wir ändern jetzt das Genre nicht und behalten relativ viele Dinge auch bei, wo wir das Gefühl hatten, okay, das hat gut funktioniert. Wir wollen aber auch an vielen Fronten ausbauen. Also natürlich machen wir dieses gewagte Experiment mit dem anderen Look. Ist euch bestimmt schon aufgefallen. Ne? Also wir sind jetzt weg vom Pixel Art und benutzen jetzt eher so einen Comic-Stil. Wir schauen ja gleich auch mal rein. Genau, sieht man auch gleich nochmal. Ansonsten sind die größten Änderungen wahrscheinlich in diesem Metagame, also dem übergreifenden Spiel, was die zwischen den Expeditionen alles verbindet. Das war im ersten Teil relativ simpel gestrickt, würde ich mal sagen. Man hat 6 Expeditionen gemacht und danach war das Spiel zu Ende. Dieses Mal bauen wir da ein bisschen mehr drum herum, geben den Spielern auch ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Explorer Clubs im zweiten Teil, sprich im ersten Teil hat man immer alles für so diesen typischen britischen Gentleman's Club gemacht. Im zweiten Teil gibt es da verschiedene Fraktionen, die miteinander konkurrieren und man kann sich so ein bisschen entscheiden, für welche man diese Expeditionen macht. Das heißt, da kommt ein bisschen mehr, die Rollenspielkomponente kommt ein bisschen mehr durch, aber vom Grundkernprinzip bleiben wir eigentlich der Expedition treu. Das ist auch immer so ein bisschen bite-sized, 15 bis 25 Minuten Häppchen an Spiel sind. Natürlich in den späteren Missionen dann ein bisschen mehr. Aber auch so dieser Ruf der Community, dass man auch ein bisschen länger gerne im Spiel verweilen würde,
den greifen wir auch auf. Vielleicht gucken wir parallel einfach schon mal ein bisschen mit ins Spiel rein. Ja, genau. Weil dann kannst du das Ganze anhand des Spieles dann vielleicht auch ein bisschen besser erklären. Richtig, genau. Also den Teil, den ich jetzt gerade beschrieben habe, den haben wir so ein bisschen ausgekapselt. Jetzt für die Demo hier auf der EGX. Wird aber dann auch Bestandteil sein schon von dem Early Access Launch, der jetzt dann, hey, Tyrone, bye. Der das dann bald passieren wird hier. Tyrone hat sich gerade verabschiedet, das ist zum Beispiel auch eine Neuerung. Wir arbeiten dieses Mal mit einem Publisher zusammen, mit Thunderful, einem schwedischen Unternehmen. Die haben diese SteamWorld Quest-Sachen auch gemacht und so. Ziemlich cool, auch für uns ein neues Abenteuer. Das jetzt nicht komplett als alleiniges Team zu machen. Sind wir da noch Indie? Ich wollte gerade fragen, genau. Ihr seid quasi als Indie gestartet. Ja. Ich glaube, zwei Leute wart ihr am Anfang gewesen. Das ist Indie as fuck, ja. Genau, und so langsam shiftet ihr in die... Ja, das klingt immer so despektierlich. In Indie ist ja auch professionell. Ja. Aber das Team wird größer. Es kommen mehr verschiedene Sachen auf euch zu, um die ihr euch kümmern müsst, ja. Von denen ihr vielleicht vorher überhaupt im Traum nicht dran gedacht habt, dass ihr das mal euer Bierchen werden würde, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, also diese Begrifflichkeiten sind sowieso immer schwierig. Ne? Was ist jetzt Indie? Ist man das noch Indie? Ist jetzt Hideo Kojima Indie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Also wir fühlen uns auf jeden Fall immer noch so als Team, dass wir verrückte Sachen ausprobieren dürfen und können. In diese Lage sind wir halt gekommen, weil der erste Teil relativ erfolgreich war, kommerziell, aber eben auch nur, weil wir so ein kleines Team waren. Ne? Also wenn wir jetzt, wenn wir bei Jaga geblieben wären und dann hätten wir die gleichen Verkaufszahlen gehabt, dann hätten wir ein Problem gehabt. Ja, insofern, ich würde einfach mal sagen, ja genau, willst du spielen? Hattet ihr schon gespielt? Alles gut. Nein, ich hätte es direkt losgeklickt. Alles gut, direkt danke. Losgeklickt. Ich habe nur das Standbild gesehen und dachte, ich helfe. Nee, nee, das ist, es ist noch relativ statisch. Also es gibt auch schon bewegte Sachen. Gut, aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses übergreifende Konstrukt von diesen Explorer Clubs kommt jetzt hier nicht vor. Aber was wir jetzt hier sehen, ist im Endeffekt der Teil der Expedition. Beziehungsweise beginnen wir hier erstmal mit einer Charakterauswahl. Das kennt man auch aus dem ersten Teil. Da waren das berühmte Persönlichkeiten aus der Zeitgeschichte. Die haben wir beim zweiten Teil auch wieder dabei. Aber in einer anderen Form. Das werden nicht die Hauptcharaktere sein, die man steuert. Okay. Die werden wahrscheinlich eher so als nervige Questcharaktere mitkommen. Die Sidekicks. Ja, richtig. Gut. Also wir planen sehr, sehr viele unterschiedliche Berufsgruppen im Spiel abzubilden, wie auch schon im ersten Teil auch verschiedene Playstyles zu erlauben. Die zwei, die wir jetzt hier auf die Messe mitgebracht haben, war der Anthropologist, also jemand, der andere Kulturen und deren Geschichte und Dinge erforscht, die sie so machen. Und ein Treasure Hunter, der klassische Indiana Jones-eske, der auch im ersten Teil sehr stark war, wo man eben umherzieht und diese Shrines sucht und dort die Schätze, Figuren und Schätze auszuborgen. Zu plündern. Was meinst du? Also Schätze zu plündern, aber ihr habt ja keine Good Guy, Bad Guy im Grunde genommen. Jeder hat eigene Skills und Perks, die das Spiel beeinflussen, aber man kann ja jetzt nicht sagen, das ist gut, das eine ist ein positiv oder negativ, es ist nur eine andere Herangehensweise an das Endziel vom Spiel, ne? Ja, also bedingt für das Thema gibt es bei uns eigentlich fast nur Bad Guys, weil in fremde Länder reisen und da Schätze klauen und nach Hause bringen, ist eigentlich von Hause aus immer schon problematisch gewesen. Das ist für uns natürlich schwierig, das im Spiel trotzdem noch so einzupacken, dass es auch cool ist und freundlich wird und dass es so ein bisschen Reflexion bei Spielern zulässt. Aber ja, also letzten Endes würde Treasure Hunter schon auch eher so in Richtung Bad Guy gehen. Aber wir versuchen, wie im ersten Teil eben auch, genau, die Spieler nicht in ein Korsett zu zwängen, sondern eher alle Möglichkeiten zu offerieren und dann eher die Auswirkungen meiner eigenen Handlungen einerseits durch die Geschichte, andererseits auch durch die Simulation in der Spielwelt den Spielern näher zu bringen, ohne dann die ganze Zeit so mit dem Zeigefinger das zu machen. Also was meinst du, welcher soll man auswählen? Hast du ich bin der Bad Guy, nehmen wir also den Treasure Hunter. Außerdem... Weibliche Charaktere werden immer mehr gerne genommen. Hier sieht man jetzt auch ganz kurz doch was von den Explorer Clubs. Das ist zum Beispiel jetzt der britische Club. Das ist denen ihr Wappen. Aber wie gesagt, das ist das Einzige, was man jetzt so im Spiel wirklich von den Clubs sieht. Ah, ich sehe schon deutlich. Die werden aber später dann eine deutlich größere Rolle haben. Ja, genau. Das dürfte jetzt allen, die CE1 kennen, bekannt sein, diese Sequenz. Man kommt mit seinem Schiff an. Bei einer Insel. Dieses Mal haben wir auch ein bisschen anders. Das Setting sind dieses Mal immer Inseln, die umgeben sind von einem mysteriösen, lilafarbenen Nebel.
der eine größere Rolle spielen wird dann später auch in der Kampagne. Ich fühle mich gerade an Pirates erinnert, aufgrund der Farbgebung des Text-Overlays. Ah ja, okay. Ja, genau, ein bisschen Tutorial hier. So, genau. Und das, ja, also man sieht es auch hier schon gleich, genau, der neue Grafikstil bildet sich auch in der Karte ab. Wir haben jetzt hier so ein bisschen so eine Mischung gemacht aus 3D- und 2D-Elementen, um das Ganze spielerisch interessant zu gestalten, aber trotzdem auch nochmal, also das 3D so ein bisschen flexibel zu haben, aber trotzdem auch nochmal vom Look her eben an diesen neuen Grafikstil ranzukommen. Aber vom Prinzip her haben wir jetzt hier das gleiche Ziel wie im ersten Teil auch. Irgendwo hier in dem unentdeckten Bereich auf der Insel befindet sich eine goldene Pyramide. Die müssen wir finden. Allerdings gilt es zu sagen, dass das dieses Mal beim zweiten Teil auch nur eins von vielen Zielen sein wird, die man erreichen kann und muss. Wir werden deutlich mehr Abwechslung haben, auch in so Missionszielen und den Aufgaben, die man dann lösen muss. Gut, ich würde sagen, wir ziehen einfach mal erstmal hier so ins Land rein. Wo du eben selber schon sagtest, ihr habt eigentlich gar keine guten Charaktere, weil das natürlich moralisch gesehen eine etwas problematischere Zeit gewesen ist, als eben die Europäer den südamerikanischen Kontinent sich einverleibt haben. Schwingt ihr auch so ein bisschen die Moralkeule im Spiel oder sagt ihr, nein, wir konzentrieren uns auf das Spielprinzip, was halt da angesiedelt ist, aber wir werten das jetzt nicht? Doch. Also Moralkeule würde ich es jetzt nicht nennen. Also wir versuchen schon auch, also werten vielleicht nicht, aber einfach Feedback geben. Ne? Also zum Beispiel gibt es hier oben dieses kleine Symbol. Das ist unser Standing mit der indigenen Bevölkerung, die sich hier auf dieser Insel halt eben heimisch ist. Und wenn ich jetzt hier anfange zu plündern und zu brandschatzen, dann sinkt halt eben auch mein Ansehen bei diesen Menschen. Was nach und nach Konsequenzen nach sich zieht. Am Anfang wollen sie einfach nicht mehr mit mir Handel treiben und verschränken die Arme beleidigt. Dann geht es darüber hinaus, dass sie uns nicht mehr übernachten lassen in ihren Dörfern, bis hin zu, dass die dann auch wirklich bewaffnete Trupps losschicken, um uns zu verjagen, diese Invasoren, die wir dann darstellen in dem Moment. Außerdem haben wir auch dieses Mal im zweiten Teil versucht, der indigenen Bevölkerung der Inseln deutlich mehr Raum zu geben im Spiel, dass sie eben nicht nur passive Opfer sind, die darauf warten, von uns überrannt zu werden, sondern die haben auch ihre eigene Agenda, die haben mehr als nur eine Lokalität hier auf der Karte. Da geht einiges. Also keine Opfer mehr, sondern richtige NPCs, mit denen du interagierst dann. Ja, könnte man so sagen. So, hier befinden wir jetzt bei einem Schamanen, die hat ihre Hütte hier im Sumpf aufgeschlagen. Auch wieder hier, wer den ersten Teil kennt, dem kommt das bekannt vor, dieser Screen. Der Unterschied, den man hier vielleicht sieht, ist, dass wir so ein bisschen weniger textlastig werden wollten. Wir versuchen so ein bisschen diese enormen Walls of Text, die wir im ersten Teil stellenweise doch hatten, so ein bisschen runterzubrechen und das Ganze ein bisschen auch lesefreundlicher zu machen. Es gibt trotzdem noch sehr viele narrative Inhalte und auch immer noch ist die ganze Geschichte prozedural und schmiegt sich sozusagen an die Entscheidungen der Spielerinnen an und es ist sozusagen wie Content Creation, wenn man das Spiel spielt. Man erzählt seine eigene Geschichte, aber halt eben in ein bisschen verdaulicheren Happen und auch so, dass man es auch durchaus mal auf der Couch auch eher spielen könnte, weil der erste Titel war ja ganz klar ein PC-Centric-Titel, was auch gut war. Jetzt beim zweiten Teil, den entwickeln wir auch vornehmlich für die PC-Plattform und es wird auch die erste sein, auf der es veröffentlicht wird. Aber wir gucken jetzt schon auch in Richtung, dass es auch mal auf Konsole ein bisschen angenehmer zu spielen ist. Oder selbst wenn man auf dem PC über einen Fernseher spielen möchte, dass die Texte eben nicht super klein sind und dass es ein bisschen besser von der Hand geht. Mal gucken, was sie zum Handeln anbietet. Also man kann es auch ein bisschen sehen hier, das Staging ist auch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt richtig Kamera-Cuts und die Figuren sind teilweise animiert. Plant ihr auch Sprachausgaben? Nein, leider dieses Mal auch keine Sprachausgabe. Also vielleicht sowas wie so ein Narrator, der so übergreifend erzählt oder die. Aber aufgrund der Prozeduralität der Inhalte ist es extrem schwierig, das zu machen.
Also vielleicht mit so einer krassen Computerstimme. Aber dann müssen wir das Spiel in der Zukunft spielen lassen. Passt das Szenario einfach nicht, nein. So, was gibt's denn hier? Wollen wir ein paar Drogenpilze kaufen? Nee, heute nicht. Guckt ja bestimmt auch ein junges Publikum zu. Dann nehmen wir 4 Leaf Clover. Zum Glück. Das bezahlen wir mit Alkohol. Nein, mit einer Schaufel. Ja, ja. Ja, ja, also, sind ja keine Indianer, die wir mit dem Fusel bezahlen. Nein. So, Dankeschön, auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen mit ihr gehandelt. Jetzt können wir hier drüben ist zum Beispiel, bewegen sich hier eine Gruppe von den Natives durch die Spielwelt. Mit denen kann ich jetzt zum Beispiel auch direkt Kontakt aufnehmen, um ihren Stamm kennenzulernen. Mal gucken, was die so vor uns haben. Ah ja, die trauen uns erstmal noch nicht ganz. Waffen gezogen und so. Ah ja, okay, die wollen auf jeden Fall erstmal was von uns haben. Jetzt kann ich... Ah ja, nee, die wollen, dass wir mitkommen, alles klar. Kann ich machen? Oder ich weiß ja nicht genau, was die mit mir vorhaben. Ich kann versuchen, die auch davon zu überzeugen, dass die mich gehen lassen. Da ist jetzt hier so eine lustige Box. Das ist ein Würfel. Das ist ein Teil des Spiels, der auch aus dem ersten Teil übernommen wurde, den wir aber ein bisschen überarbeitet haben. Im ersten Teil gab es dieses Würfelspiel, was hauptsächlich für einen Kampf benutzt wurde. Im zweiten Teil binden wir das auch noch deutlich mehr in anderen Situationen ein. Zum Beispiel bei sowas, wo man jemanden überreden muss oder wo man irgendwie ein Rätsel lösen muss oder wo man eine Kraftprobe bestehen muss. Da kommen auch die Würfel ins Spiel, um die noch mehr im Design einzubauen. Also da ein sehr starkes Glückselement, aber was du durch deine eigenen Charaktere, die du gewählt hast, die einen haben ein bisschen mehr Fähigkeit, sage ich jetzt mal so, oder Talent wie andere. Dadurch kannst du es dann schon so ein bisschen beeinflussen, respektive richtig, wenn du es lernst. Ja, richtig, genau. Also man muss natürlich schon ein bisschen die Systeme verstehen auch, aber klar, wenn ich jetzt zum Beispiel hauptsächlich Charaktere mitnehme, die mir Würfel geben, mit denen ich Stärke Würfel gut machen kann, ist es immer noch zufällig, aber dann ist der Zufall relativ stark in die Richtung ausgehend, dass ich halt, wenn ich eine Stärke-Challenge habe, dass ich die dann sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe, sie zu bestehen. Ja, also diese Komponente mit Glück und Zufall kommt natürlich automatisch durch dieses so Roguelike, Light ähnliche Genre, aber es ist natürlich auch schon uns immer ein Herzenswunsch gewesen, dass das Spiel nicht unfair zufällig ist, ne? Dass man den Zufall auch immer so ein bisschen mit dem auch arbeiten kann und den zufälligen Outcomes so ein bisschen was abbringen kann, um dann doch da eine Strategie herauszuarbeiten. Ja? Quasi nur ein Quäntchen Glück, ob ich jetzt einen Crit beim Kampf erziele oder eben etwas Glückliches finde, was in meiner Ausrüstung mir doch sehr viel weiterhelfen kann unter Umständen. Ja, ja, genau. Oder halt eben so, wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, Kniffel ist ein reines Glücksspiel, würde ich jetzt auch argumentieren, das stimmt nicht. Ein erfahrener Kniffelspieler, die wissen auch, wie sie sozusagen aus dieser Statistik, aus diesem Glück, aus diesem Zufall so ein bisschen was rausziehen, um dann doch eine Strategie zu entwickeln, wie sie besser spielen als ein reiner Anfänger. Und das ist halt bei Curious Expedition eigentlich schon auch immer so gewesen. Es ist leider schwierig, das hinzukriegen. Deswegen ist es so schnell verschrien, wenn das Spieler sehen, weil man davon ausgeht, dass es oft irgendwie ein bisschen awkward ist. Ne? Das ist ein Beispiel, das beste Beispiel für mich persönlich sind immer diese Mörderspinnen bei FTL. Wenn man auf diese Station schicken kann, da gibt es einen Mörderspinnen, willst du welche hinschicken? Das macht mittlerweile kein Spieler mehr, weil man halt genau weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Es ist einfach nur Zufall, dass meine Figur dort stirbt und ich habe null Chance, das zu antizipieren oder da herumzuarbeiten. Und da versuchen wir schon einfach ein bisschen besser zu sein. Du hattest eben schon angesprochen, Teil 1 zu Teil 2, dass der Umfang um ein Vielfaches erhöht ist. Kannst du das ungefähr prozentual Pi mal Daumen abschätzen? Wie viel größer ist Curious Expedition 2? Ja... Also, ich würde sagen, wenn Curious Expedition 1 so ein Softshell-Comic ist, mit, sagen wir mal, 35 Seiten, dann ist Curious Expedition 2 ein Hardcover mit Glossy Print, 55 Seiten und dann nochmal 150 Seiten Artwork. Okay. Nein, also schon auf jeden Fall größer, mehr Content, vor allem
eben auch so strukturell in dieser Widerspielbarkeit. Ne? Wir haben extrem viele Spieler gesehen, die unser Spiel ganz viel gespielt haben und unglaublich viele Stunden Game-Time haben, aber das bildet sich nicht ab im Spiel, außer durch die Rahmen und die Unlocks von den Charaktern. Und dieses Mal wollen wir viel mehr Fleisch reingeben, dass man diese Widerspielbarkeit, dass die sich auch widerspiegelt in freigeschalteten Dingen und dass man das Gefühl hat, dass das Spiel auch wertschätzt, wie viel Zeit ich da reinstecke. In terms of Landscapes und so, also wenn es so um so Landschaftstypen oder Charaktere gibt, also wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Charaktere, die man auswählen kann. Wir haben mehr Gegenstände. Dieses ganze Würfelspielsystem ist deutlich größer und erlaubt viel mehr kreativen Ausdruck in der Art, wie man seine Teams zusammenstellt. Landschaftlich liegen wir ungefähr gleich auf mit der jetzigen aktuellen Version von Curious Expedition, wo man natürlich bedenken muss, dass wir da DLC reingepackt haben und auch nochmal 5 Jahre lang dran entwickelt haben. Reden wir ein bisschen über euren Background. Wie gesagt, ihr habt mit 2 Leuten anfangs angefangen, ja. Hattet euch dann eine Finanzierung bzw. eine Finanzspritze vom Medienboard Berlin-Brandenburg an Land ziehen können, um eins weiterentwickeln zu können bzw. finalisieren zu können. Aha. Wie ist es jetzt mit dem zweiten Teil? Habt ihr den Reichtum, den ihr mit Teil 1 eingenommen habt, statt auf die einsame Insel selber zu ziehen, gesagt, das investieren wir jetzt in Teil 2? Oder wie sieht es aus, wie finanziert ihr gerade den zweiten Teil? Ja, also das, was vom Porsche-Kauf übrig war, das haben wir dann schon in die Entwicklung gesteckt. Nein, ich habe keinen Porsche, ich habe ein Fahrrad. Also wir haben jetzt schon ein relativ großes Team. Ne? Also wir waren zu zweit und jetzt sind wir mittlerweile 8 Personen sozusagen im Büro. Und dann arbeiten wir nochmal mit Kollaborateuren zusammen und sind ungefähr, je nachdem wie man zählt, so 15 Menschen, die jetzt Fulltime quasi dran arbeiten. Die nicht alle Fulltime. Ah, okay. Also die 8 Leute, die arbeiten fast Fulltime dran. Und die Kollaborateure dann natürlich nicht nur für uns, sondern die arbeiten auch für andere Firmen, weil sonst wäre es ja Scheinselbstständigkeit. Medienboard hat uns geholfen, aber alleine hätten wir das auch so nicht wuppen können. Deswegen haben wir uns auch nochmal einen Partner gesucht. Ne? Wie ihr anfänglich beschrieben, arbeiten wir dieses Mal mit einem Publisher zusammen. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern einfach auch, weil wir mal Interesse hatten, wie das so ist und eine Partnerschaft mal einzugehen. Wir machen viele Sachen auch einfach nur, weil wir mal rausfinden wollen, wie das ist und weil wir neugierig sind. Wohin die Reise geht dann, ja. Genau. Wenn ihr noch Fragen da draußen im Stream habt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier auch nochmal live nachzufragen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich habe den ersten Teil gespielt, weil ich den Look so heimelig fand, für mich als alten Sack, der früher auf dem C64er schon Seven Cities of Gold und Pirates und wie sie alle hießen, die Spiele gespielt habe. Und ich mich sofort da in meine Jugend zurück erinnert gefühlt hatte, vom Flair her, allerdings mit modernen Anleihen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob euer zweiter Teil mich auch genauso wieder packt wie der erste Teil, weil ich weiß, als damals Pirates beispielsweise dann für den Amiga und den Atari auf das nächste Level gebracht worden ist, auch mit einem anderen Grafikstil, haben sie mich so ein bisschen verloren, während sie mich dann beim PC dann doch wieder erwischt hatten. Wie könnt ihr selber denjenigen da draußen, die unter Umständen denselben Bammel haben, dass sie sagen, ah, nee, der 8-Bit-Look, das war doch genau das, was ich so geil fand. Wie kannst du denen so ein bisschen die Angst nehmen diesbezüglich? Ja, ich glaube nicht, dass ich das komplett schaffen kann. Aber also ich denke, dass der Charme und die Identität von Curious Expedition über diesen Pixel-Art-Style hinausgeht. Der Vibe und dieses Charisma vom Spiel, ich finde, das trägt sich bis ins neue Spiel mit rein, unabhängig davon, wie viele Pixel auf dem Bildschirm dann dargestellt werden. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns auf der Charity-Bühne eben euer neues Werk dann zu unveilen. Ja. Und wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf behalten und hoffen, dass es für euch genauso steil weitergeht, wie es bei Teil 1 gewesen ist. Mhm. Dass ihr auch die Gemeinschaftsarbeit mit dem Publisher nicht bereut, wie manche andere, sondern dass ihr da mit offenen Armen begrüßt werdet.
Und toi, toi, toi für die weitere Entwicklung und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Für euch den Hinweis, bei uns geht es jetzt mit einer klitzekleinen Pause von einer runden halben Stunde weiter, weil wir die Red Bull-Jungs zum letzten Mal heute gleich nochmal hier ein bisschen Gas geben werden. Und um 17 Uhr begrüßen wir dann zu guter Letzt unsere Freunde hier auch aus Berlin, deinen alten Arbeitgeber Jäger. Und schauen uns deren neues Werk einmal genauer an, bevor wir dann einen kleinen Schlussstrich ziehen können und um 18 Uhr dann hier den Charity-Stream für Let's Play for Charity, für die Krebsforschung beenden werden. Werdet noch mal ein bisschen aktiver, was die Spenden angeht, und wir sehen uns in einer runden halben Stunde wieder. Vielen Dank, bis gleich.